So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice. Heute habe ich mal ein etwas anderes Live-Commentary vor. Und zwar werde ich nicht wie sonst mit Maus und Tastatur spielen, sondern mit so einem Controller. Und ich werde heute mal quasi vom PC-Spieler zum Consolero. Und jetzt zum Anfang. Ups. Jetzt zum Anfang wollte ich mal noch mit einem Fahrzeug starten. Ich will später aber auch noch ein bisschen Infanterie spielen. Was noch lustiger werden könnte als das hier mit dem Panzer. Wie komme ich jetzt? Ah, okay. Ja, also wie ihr vielleicht merkt, ich habe auch die Steuerung noch so gar nicht drauf. Au! Gott, dauert das lange, damit zu zielen. Bisher kann ich ihn auch mit Controller ein bisschen outplayen. Ich glaube, ich habe jetzt schon genügend Treffer vor ihm gemacht, als dass ich ihn down kriege. Ja, komm schon. Na geht doch. Mein erster Kill mit Controller. Oh, jetzt. Das wär's doch jetzt gewesen. Schon. Schade. Ja, ich habe mir gerade ganz kurz nur die Steuerung mal angeguckt. Und ich habe keine Ahnung, was die meisten Tasten überhaupt sind. Da steht dann halt nicht irgendwie. Ups, ich wollte gar nicht schießen. Steht dann halt nicht irgendwie sowas wie X oder Y, sondern Taste 3. Weil das halt irgend so ein billiger Controller war. Immerhin, ich habe den Heli getroffen. Autsch. Was war das? Hier ein Jet gerammt? Nee, aber angegriffen hat mich ein Jet. Nein! Oh, Mann! Habe ich gerade mal einen Heli getroffen. Zweiter Kill mit dem Panzer. Okay, was spielen wir denn mal jetzt? Jetzt müsste ich eigentlich mal Infanterie spielen. Okay, der Panzer, der mich eben bekommen hat, den muss ich jetzt ja töten. Okay, wie wechsle ich meine Waffe? So hocke ich mich hin. Y? Nein, das ist nur da hin und her switchen. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Waffe wechsle. Okay, fuck. Ah. Okay, irgendwie habe ich aber gerade. Okay, nach rechts drücken. Ah, nach rechts drücken ist Raketenwerfer, nach links drücken. Okay, ich verstehe es. Oh, das ist Granatwerfen, das wollte ich nicht. Boah, ist das schwer. Respekt für jeden, der auf der Konsole spielt und irgendwie das hier gut kann. Ich meine, klar, ich spiele jetzt hier natürlich auch gegen Leute, die eine Maus benutzen können. Oh shit. Nice! Oh Gott, fliegen, wie geil. Oh nein, das ist Schießen. Das ist Steigen. Okay, wenn ich jetzt einen Heli damit abschieße. Oh shit. Erstmal wegfliegen. Nein, aua. Ey, ihr wolltet ja, dass ich mal live fliege. Jetzt fliege ich mal live. Und zwar so, wie ich noch nie live geflogen bin. Okay, die Heatseeker werden wir jetzt lieber.
Oh Gott. Okay, wenn ich jetzt ein Heli zerstöre, echt, ich würde mich so feiern. Ach du Scheiße, ist das schwer. Wie soll man denn... Oh. Ja. Also ich meine, das war jetzt ja mal wirklich schwach. Komm, gleich nochmal Scout. Und Panzer. Panzer möchte ich jetzt auch nochmal zerstören. Ich meine, gut, wie gesagt, Fahrzeuge, da ist man wahrscheinlich mit einem Controller gar nicht so im Nachteil, weil da die Joystick-Steuerung natürlich recht smooth ist. Aber ganz ehrlich, ich mache das hier halt zum ersten Mal. Also das ist hier gerade, als würde ich das komplette Spiel eigentlich zum ersten Mal spielen. Weil ich diese ganze Steuerung ist mir komplett neu. Tja. Geh halt das nächste Mal sterben, dann muss ich dich auch nicht rammen. Geil, ich werde sogar repariert. Wenn der wüsste. Okay. Halte. Das ist ja mal... Das ist ja unmöglich. Wie soll ich denn hier was halten? Okay. Okay. Ich glaube, Sniper war hier verboten. Okay, ich will jetzt Infanterie-Kills machen. Immer diese Granate. Negativ. Ja, da war ich drin. Komm schon! Nice. Ich freue mich echt über jeden Kill. Das Fahren ist auch einfach schon wirklich anstrengend. Jetzt überlegen, wie sprint ich. Okay. Nice. Au. Bleib weiter so still. Bitte. Okay, Munition ändern und... Ah, schade. Aber der Treffer geht auf mich. Was? Das ist eine Scheiße. Kein Kill? Also... Da waren jetzt ein paar Schüsse dabei. Ich fand sie gut. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Videos in dieser Art sehen wollt, die nicht ganz so ernst gemeint sind, dann hinterlasst mir eine Bewertung oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch unterhalten hat, auch wenn es eben KD-mäßig jetzt nicht so das Beste war, aber... Ich fand's mal ganz witzig. Ich denke, das ist mal was anderes gewesen. Und ja, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.